Pasta. In dem Fall ein ganz einfaches, schnelles Rezept. Wir machen eine klassische Carbonara, so abgewandelt, dass sie genau passt. Sprich, wir nehmen gekochte Penne. Wichtig ist, dass man die Gewichte wieder einhält. Die perfekte Menge Rohgewicht sind 70 Gramm. Das ergibt gekocht dann ungefähr 140 Gramm plus minus. Wir brauchen ein Ei, wobei wir dafür nur das Eiweiß benutzen. Wir machen als leichte Abwandlung ein bisschen Salbei rein, weil das einen schönen Geschmack ergibt. Wir nehmen einen Schuss Sahne und wir nehmen ein bisschen Trockenfleisch und eine rote Zwiebel. Das ist schon alles, was man für die perfekte Carbonara braucht. Dann geht's auch schon los. Wir brauchen erst Olivenöl in der Pfanne, können dann direkt das Trockenfleisch dazugeben. Das kann schon mal ein bisschen brutzeln. In der Zeit schneiden wir die rote Zwiebel. Wir packen die auch direkt dazu. Die schwitzen wir leicht an. Das Fleisch kann ruhig ein bisschen Farbe nehmen, die Zwiebeln auch. Dann packen wir auch gleich die Nudeln schon hinterher, schon gekocht. Kurz mit anschwitzen. Drei Salbeiblätter. Kommt jetzt die Sahne dran. So, während das vor sich hinkocht, können wir schon mal das Ei trennen. Geben das direkt unter Rühren in die Pasta. Schnell verrühren, weil wir wollen ja kein Rührei. Stellen es aus, lassen es ganz kurz ziehen. So, jetzt sieht man, das Eiweiß hat das ein bisschen abgebunden. Und machen die Pasta direkt in den Teller. Ein, zwei frische Salbeiblätter fürs Auge. Und fertig ist die schnelle und perfekte Carbonara.